Herzlich willkommen zu einer Reportage der alljährlichen Exkursionfahrt des Bad Rodacher Rückertkreises e.V. Dieses Jahr besuchten wir das Schloss Johannisburg und das Pompeianum in Aschaffenburg. Aus Gründen des Datenschutzes werden Sie in der Präsentation kaum Bilder von den Teilnehmern sehen. Weiterhin ist dieser Vortrag keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine Nacherzählung der Erlebnisse und Informationen, die wir in Aschaffenburg durch eine Stadtführung und eigene Besichtigungen aufnahmen. Nach einem frühen Aufbruch am Morgen ging es von Coburg und Bad Rodach mit dem Bus Richtung Aschaffenburg. 2 Stunden später gab es Frühstück auf einem Parkplatz mit selbst mitgebrachten Kuchen und heißem Kaffee. Dann ging es weiter Richtung Aschaffenburg, wo unser Bus etwas später in der Nähe des Marktplatzes parken und wir aussteigen konnten. Unsere Stadtführerin, die uns am Bus erwartete, wanderte mit uns durch ein Blumenmeer, Kräuter- und Gemüsestände, da heute Markt war. Schließlich erreichten wir den Haupteingang von Schloss Johannisburg. Das aus rotem Sandstein gebaute Schloss gehört zu den schönsten Renaissancebauten Deutschlands. Schloss Johannisburg war die zweite Residenz der Mainzer Kurerzbischöfe und liegt an den Ufern des Mains. Der Straßburger Baumeister Georg Riedinger errichtete von 1605 bis 1614 die Vierflügelanlage im Auftrag von Kurfürst Johannes Schweikart von Kronberg. Im 18. Jahrhundert wurde das Innere nach Plänen von Emanuel Joseph von Herigoyen klassizistisch umgestaltet im Auftrag von dem Mainzer Erzbischof und Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal. Dieser musste vor anrückenden französischen Truppen in 1792 von Mainz nach Aschaffenburg flüchten. Wir hatten leider keine Zeit, die Innenräume des Schlosses zu besichtigen. Und hier sieht man die Brücke, die zum Haupteingang des Schlosses führt. Über die Brücke im Südostflügel des Schlosses erreichten wir den Haupteingang, der mit jeweils 2 Doppelsäulen und einem darüber liegenden Balkon eingerahmt ist. Eine kleine Passage führt zum Innenhof der Vierflügelanlage. Der Straßburger Architekt und Baumeister Georg Riedinger hatte ja den Auftrag zum Bau des Schlosses von Kurfürst Johannes Schweikart von Kronberg erhalten. Riedinger ließ die Überreste der alten Burg aus dem 14. Jahrhundert abreißen und lediglich der große gotische Bergfried, im Volkstümlichen auch Burgfried genannt, wurde als 5. Turm in den neuen Bau in der Mitte des Nordwestflügels mit einbezogen, den Sie hier sehen. Auf dem linken Bild, rechts unten, noch im Nordwestflügel, sehen Sie den Eingang zur zweigeschossigen Schlosskapelle, die einen Renaissance-Altar, Kanzel- und Portalskulpturen von Hans Junker, früher 17. Jahrhundert, enthält. Im Erdgeschoss des Schlosses befanden sich vorwiegend Wirtschafts- und Verwaltungsräume sowie eine Reihe von Küchen, in denen die Bediensteten arbeiteten. Die Wohnung des Kurfürsten lag im 1. Obergeschoss, im Mainflügel. Als Residenz für den Kaiser lag im 2. Obergeschoss oberhalb der Kurfürstenwohnung das Kaiserappartement mit etlichen Wohnräumen und dem Kaisersaal.
Bei genauer Betrachtung der Fensterstürze des ersten Stockwerkes kann man erkennen, dass neben dem Mainzer Rad, dem Wappenbild des Erzstifts Mainz, auch Elemente des Wappens der Familie des Erbauers, des Geschlechts derer von Cromberg zu sehen sind, nämlich die in eine Krone eingesetzte Disteldolde und sechs der im Wappen blau dargestellten Eisenhütlein. Seit 1969 gibt es im Ostturm des Schlosses ein Carillon, ein Glockenspiel aus 48 Glocken, das dreimal täglich automatisch erklingt. Allerdings erfolgt das Läuten 5 Minuten nach der vollen Stunde, damit das Glockenspiel nicht mit den normalen Turmglocken konkurriert. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss im Zuge der Schlacht um Aschaffenburg durch mehrere Bomben- und Artilleriebeschuss schwer getroffen und brannte vollständig aus. Bald nach Kriegsende entstand der Wunsch, das Schloss wieder aufzubauen. Die Finanzierung übernahmen die Stadt Aschaffenburg und der Freistaat Bayern. Insgesamt beliefen sich die Renovierungskosten auf über 20 Millionen deutsche Mark. Die Innenräume wurden nicht restauriert, sondern unter dem Gesichtspunkt der musealen Nutzung neu gestaltet. Im Jahre 1964 wurde das Schloss wieder eröffnet. Vor dem Schloss Johannesburg konnten wir einen Teil der ursprünglichen Befestigung ansehen. Auf der rechten Seite das Kornhäuschen, das 1805 auf Veranlassung von Theodor von Dalberg gebaut wurde. Bei schlechtem Wetter lagerten die Bauern dort ihr Korn während der Wochenmärkte. Heute wird es für Ausstellungen benutzt. Auf unserem Weg in die Altstadt trafen wir auf unzählige Gaststätten mit originellen Namen. Wir sahen ebenso eine Abbildung der Altstadt, die für Blinde entworfen wurde. Hinweg über Kopfsteinpflaster und durch enge Gassen hielten wir kurz vor einer Kirche an. Die Muttergottespfarrkirche ist eine der ältesten Kirchen in Aschaffenburg. Sie wird auch Unsere Liebe Frau genannt. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1183 zurück. 1191 wurde die Kirche geweiht. Für den heutigen Kirchbau war der Baubeginn im September 1768 und die Fertigstellung erfolgte im September 1775 durch den böhmischen Baumeister Franz Bocconi. Der Kurfürst und der Mainzer Erzbischof Emanuel Josef von Breitbach-Büssesheim waren bei der Grundsteinlegung mit dabei. 1775 erfolgte die Einweihung der Kirche durch Erzbischof Friedrich Karl Josef von Erthal, der ja 1792 von Mainz nach Aschaffenburg flüchtete. Die Deckenausmalung der Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg ebenso zerstört, da die Decken einstürzten. 1967 wurden die Decken von dem Münchner Künstler Professor Hermann Kaspar neu erstellt. Unsere Stadtführerin teilte uns mit, dass 70% der Altstadt von Aschaffenburg im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und später wieder aufgebaut wurde. Im Altertum baute man öfters Auswuchtungen oder Erker an die Häuser, um mehr Platz zu erhalten, denn es wurde eng gebaut. Feuer breiteten sich daher mit immenser Geschwindigkeit im Altertum aus. Einen nahen Kopf konnte man an verschiedenen Häusern in der Altstadt finden. Dies bedeutete, dass Schauspieler, fahrendes Volk und Narren unerwünscht waren in der Stadt. Allerdings konnte man das Bürgerrecht der Stadt erhalten, wenn man ein Jahr und einen Tag in der Stadt wohnte. An den Ecken einiger Häuser
kann man auch kleine Hügel entdecken. Diese dienten dazu, die Ecken des Hauses zu schützen, also das Fundament, das bei Zusammenstößen mit Kutschen und anderen Gefährten ansonsten hätte beschädigt werden können. Verschönerung eines Hauses konnte man auch mit Sprüchen erreichen, wie zum Beispiel: Es ist kein Vögelein so klein, es will haben sein Nestelein. Ebenfalls an einigen Häusern sind bösartige Gesichter zu sehen. Diese wurden angebracht, um das Böse von den Hausbewohnern fernzuhalten. Man vertrieb das Böse mit dem Bösen. Hier sehen Sie den Theaterplatz, der mit Neubauten, Fachwerkhäusern und dem Stadttheater umgeben ist. Das mit einer Glasfassade ausgestattete Stadttheater wurde 1811 erbaut und besitzt im Inneren einen der schönsten klassizistischen Zuschauerräume Deutschlands. Allerdings konnten wir es nicht besichtigen. Der Theaterplatz entstand aus einer Kriegsbrache des Zweiten Weltkrieges und wurde zwischen 2005 bis 2012 hergestellt. Ursprünglich wusste man lange Zeit nicht, was für ein Kunstwerk auf den freien Platz vor dem Theater kommen sollte. Man entschied sich dann für eine Horizontal-Sonnenuhr, die die wahre Ortszeit auf 7 Datumslinien und 11 Stundenlinien angibt. Die Sonnenzeit unterscheidet sich von der mitteleuropäischen Zeit im Sommer um etwa 1,5 Stunden. Auf diesen beiden Bildern ist die Löwenapotheke zu sehen. Das Gebäude wurde zwischen 1470 und 1550 erbaut und 1945 zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte zwischen 1991 und 1995 und beherbergt heute unter anderem das Grafikkabinett. Die Galerie zeigt historische Stiche und Briefe aus der Stadtgeschichte Aschaffenburgs. Auf dem linken Bild sehen Sie das Stiftsmuseum, das den mittelalterlichen Stiftschatz mit wertvollen Objekten aus Silber, Bergkristall und Gold beherbergt. Das rechte Bild zeigt die Stiftskirche. Ursprünglich St. Peter und St. Alexander genannt, wurde aber 975 mit dem Bau der Stiftskirche begonnen. Die Stiftskirche war Teil eines Stifts, dessen Gründung auf Herzog Leodolf von Schwaben im 10. Jahrhundert zurückgeht. 982 fiel Aschaffenburg und das Stift an Mainz. 1814 wurde Aschaffenburg bayerisch und so gehört St. Peter und Alexander nun zum Bistum Würzburg. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier im Jahre 1958 erhob Papst Pius XII. Das Gotteshaus zur Basilika. Auch die Stiftsbasilika wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt. Der Wiederaufbau begann jedoch 1946 und zur Jahrtausendfeier wies die Kirche keine Hinweise auf Kriegsschäden mehr auf. Da sich eine Hochzeitsgesellschaft vor der Kirche versammelt hatte, konnten wir das Innere der Kirche leider nicht besichtigen. Nach einem schönen Mittagessen fuhren wir anschließend zum Pompeianum, der weltweit einmalige Nachbau einer römischen Villa in Pompeji, wurde auf Veranlassung von König Ludwig I. von dem Hofarchitekten Friedrich von Gärtner errichtet von 1840 bis 1848. König Ludwig I. nannte es auch sein bayerisches Nizza. Das Pompeianum sollte nicht als königliche Villa, sondern als Anschauungsobjekt dienen, das den Kunstliebhabern auch in Deutschland das Studium der antiken Kultur ermöglichen sollte. Die farbliche Außengestaltung des Gebäudes, einschließlich der ionischen Säulen, folgt toskanischen Traditionen,
mit einem pompeji-roten Sockel und einer maisgelben Fassade. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Pompeianum schwer beschädigt. Seit 1960 wird es in mehreren Phasen wieder restauriert. Seit 1994 sind hier zusätzlich originale römische Kunstwerke aus den Beständen der Staatlichen Antikensammlung und der Glyptothek in München zu sehen. Hier sieht man das Atrium mit seinen Wasserbecken, das überglast wurde. Im Erdgeschoss des Pompeianums befinden sich die Empfangs- und Gästezimmer, die Küche und die Speisezimmer. Auf diesem Bild sehen Sie den Haupteingang mit dem Atrium. Mehrere Räume sind an den Seiten beherbergt. Für die prachtvolle Ausmalung der Innenräume und der Mosaikfußböden wurden antike Vorbilder von den Malern Christoph Friedrich Nilsen, Josef Schlottauer und Josef Schwarzmann kopiert oder nachempfunden. Verschiedene Büsten antiker berühmter Personen sind in den Gängen ausgestellt. Und noch ein paar berühmte Büsten. Links das Cubiculum-Schlafzimmer mit der Statue der Fortuna, die ein Fullhorn trägt, das Reichtum und Segen verheißt. Fortuna ist in der griechischen und römischen Antike als das gute Schicksal dargestellt. In römischen Kaiserzeiten wurde sie häufig in privaten Bereichen aufgestellt und diente als Garant des häuslichen Glücks. In der Mitte ein weiteres Cubiculum-Schlafzimmer. Dieser Raum wurde 1945 zerstört und ist eine freie Rekonstruktion von 1998, die sich an den originalen Entwurfszeichnungen von Gärtner orientiert. Die Statue zeigt Bacchus, den griechischen Gott des Weines, der mit einem Pantherfell umgürtet ist. Statuen des Bacchus waren oft zu feierlichen Einstimmungen der Gäste im Zugangsbereich des Bankettsaals römischer Villen aufgestellt. Rechts noch ein Cubiculum-Schlafzimmer, in dem die Statuette des Herakles steht. Herakles ist der größte Held der antiken Sagenwelt. Er war ein Sohn des Zeus und einer griechischen Königstochter. Herakles wurde nach seinem Tod in den Olymp, den Götterhimmel, aufgenommen, da er auf Erden 12 gewaltige Taten vollbrachte. Er erwürgte einen Löwen, fing einen mächtigen Eber und holte die vom Drachen Ladon bewachten goldenen Äpfel der Hesperiden, der griechischen Nymphen. Die Statuette zeigt den Helden zum Himmel, zu Zeus blickend, mit den Trophäen dieser Taten. Weitere Gänge enthielten ebenfalls verschiedene Statuen und in einem anderen Raum konnte man einen alten Altar besichtigen. Diese zwei Bilder zeigen das Winter- und das Sommerspeisezimmer. Ursprünglich lag das Speisezimmer im Winter-Triclinium. Später zog man es vor, mit Blick auf den Garten, das Viridarium im hinteren Hausteil zu essen und verlagerte das Speisezimmer daher in das sogenannte Sommertriclinium. Im Sommertriclinium wurde die Bemalung der Rückwand rekonstruiert, da viele alte Wandflächen große Fehlstellen aufwiesen. Vom originalen Fußbodenmosaik sind der umlaufende Randstreifen und das Ornamentfeld in der Raummitte erhalten. Die übrigen Flächen wurden neu verlegt. Die Kline, das liegende Möbelstück in beiden Bildern, hatte die Funktion einer Couch. Man aß im Liegen. Vor jeder Kline stand ein kleiner Tisch mit Speisen.
Beim Mahl lag der Mann auf der Klinge, während die Frau saß. Sklaven bedienten den Hausherr und seine Gäste. Zur Ausstattung des Raumes gehörte auch ein kleiner Schemel unter dem Tisch zum Abstellen der Schuhe oder zur Benutzung als Fußschemel. In den Wintermonaten gab es ebenso ein Kohlebecken zur Beheizung. Vom Sommertriclinium konnte man in das Viridarium während des Essens blicken. Im Obergeschoss befinden sich die privaten Räume, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Elternschlafzimmer und das Zimmer der Hausherrin. In den verschiedenen Schlafräumen konnten wir verschiedene Ausstellungsobjekte und Vitrinen bewundern. Ein weiteres Schlafzimmer und eine Bemalung im Hauptgang. Über Treppen erreichte man vom Erdgeschoss das Obergeschoss. Man fand sich im hinteren Raum im mittleren Bild. Durch einen langen Gang im linken Bild, an denen mehrere Schlafräume grenzten, ging es dann in ein weiteres großes Gemach, das man im Hintergrund im rechten Bild erkennt. Durch die angrenzende Tür konnte man das Pompeianum wieder verlassen. Dies ist der Abstieg vom Obergeschoss mit Blick auf den Garten und einem weiteren Blick auf das Schloss Johannesburg. Im Garten sollte eine mediterrane Ideallandschaft mit wärmeliebenden Gehölzern entstehen. Heute prägen Gehölze wie Feigen, Mandelbäume, Sollenpappeln, Wein und Kiefer den südländisch aussehenden Garten. Am hinteren Ende des Gartens gelangt man über eine Treppe in das Gebiet des Weinanbaus. Auch hier sorgt ein anmutiger Brunnen für einen südländischen Akzent. Zum Schluss gelangt man über eine weitere Treppe wieder in den oberen Garten mit seinen zwei Springbrunnen. Dies beendete auch unsere Besichtigung des Pompeianums und wir traten unsere Rückreise nach Bad Rodach an mit einem Stopp in einer Gaststätte zum Abendessen. Jetzt sind wir am Ende unseres Reiseberichts. Während unseres Ausfluges verbrachten wir eine schöne, gesellige Zeit miteinander und lernten zudem etwas über die interessante Altstadt von Aschaffenburg. Falls Ihnen der Bericht und die Bilder gefallen haben, können Sie gerne in 2022 an unserer nächsten abenteuerlichen Fahrt mit dem Rückertkreis Bad Rodach e.V. teilnehmen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse an unserer Ausflugsfahrt nach Aschaffenburg und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.